Heili Hallöchen, mein Name ist Toxic. Es geht weiter mit Pokémon Smaragd, die Big Bang Version. Das wird richtig toll noch. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es in den ersten oder zweiten Part schon gesagt habe, aber ich will mir das jetzt noch was verschweren, weil man weiß ja, ich bin so ein wunderbarer Dummkopf. Und sag jetzt auch noch, die Pokémon, die Fabi und Alex benutzen, werde ich nicht benutzen. Damit, falls sich jemand diese Let's Plays anguckt, was ich hoffe, dass ja, man drei verschiedene Teams sehen kann oder drei verschiedene Arten von Teams. Also jetzt defensiv aufgebaut. Eher tanky, eher schnell. Man weiß es ja nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob Fabi sich auch keine Pokémon fängt, die sich Alex fängt. Aber ja, das wird schon hinhauen. Also ich würde mir auf jeden Fall keine fangen. Was Fabi und Alex machen, ist mir da relativ egal. Ja. Jetzt müssen wir diesen Penner hier zugucken, wie er das Trassler fängt. Und es wundersamerweise hochtrainiert, obwohl das Ding nur Heuler kann. Naja, egal. Wirf doch einfach den Ball. Ja, es ist langweilig. Aber das sind nun mal Pokémon-Editionen. Die müssen noch etwas langweilig sein. So, ich will jetzt in die Wiese gehen. Links von der Stadt, wo wir gerade sind. Also das ist hier irgendwie Sadomato City oder so. Keine Ahnung, oder wie das auch hieß. Ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit Blütenburg ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, ich labe hier gerade totale Scheiße. Ja. Komm, geh weg. Nein, auch Papa, bitte lass mich einfach nur los. Ich habe keine Lust mehr. Ja, mein Papa hier in dem Spiel ist ebenfalls Arenaleiter und den werden wir noch sehen. Und das wird sicher noch lustig. Sadomaso, ja, ich kann es aber nicht. Ah, doch, tatsächlich ist es Blütenburg City gewesen. Ich muss gar nicht auffallen, oder? Wie sieht mein Team aus? Mexico Pizza und Don't Worry. Ja, sind beide voll. Dann gehen wir mal hier lang, was dazu. Entschuldige bitte, lass mich raten. Deine Kleidung verrät mir das ja nicht, aber das habe ich recht. Vielleicht doch nicht deine Kleidung, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. What? Scheiße! Oh, tut mir leid, dass ich jetzt gerade so Lachflash kriege, aber... Oh mein Gott, ich habe mein Mikrofon etwas verstellt. Wahrscheinlich hat man jetzt die ganze Zeit gehört, wie ich ins Mikrofon geatmet habe. Aber das war's wert. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch was lauter an sich bin. Puh. Oh mein Gott. Okay, ich kann noch nicht mal flüchten. Ach du Scheiße. Wow, das war hart. Das war hart. Das war echt hart. Knuffenser, ne, brauche ich nicht. Ich habe jetzt schon zwei Pflanzen-Pokémon drin. Ich wollte eigentlich gucken, wann Loturzel mal eine Wasserattacke erlernt. Das könnte man sicher noch gebrauchen. Ich hoffe früh. Komm, Loturzel ist doch Pflanze Wasser, oder? Jetzt habe ich hier nämlich einen riesigen Fehler. Ja. Das heißt, eine Wasser-TM kann ich dem Ding dann auch direkt beibringen. Pfiffchen. Das nehme ich, glaube ich, sogar als XP, damit ich auf Level 11 komme. Also wenn Mexico Pizza das schafft. Obwohl ich hoffe, dass er es schafft. Das war so klar.
Sowas ist irgendwie langweilig jetzt, so einzeln durchtrainieren, aber die sind jetzt alle Level 11. Ich will hier nur ein gescheites Pokémon finden. Ich glaube, ich mache das gleich offscreen. Was es alles dann gibt, das kann ich euch ja sagen. Oder guckt euch die anderen Parts an. Weil ich will nicht mehr speeden, weil dann hört sich das einfach nur ein bisschen dumm an. Es hat noch keinen einzigen Tackle gemacht, hat sie auch schon zweimal hochgeboostet. Das ist irgendwie nicht schlauer. Ja, ich bin natürlich auch so dumm und sag dem das dann auch noch. Wow. Und natürlich geht der Absorber daneben. Ja, don't worry, be happy. Ja, wenn du nicht wärst, don't worry. Würde ich mir gar keine Sorgen machen. Absorber, bitte triff. Mexico Pizza erreicht Level 11 und erlernt nichts. Wir sehen uns dann, wenn ich irgendwas gefunden habe, wo es sich lohnt, es mitzunehmen. Bis dann. Tschüss. Freut euch, Leute. Ich habe herausgestellt, ich habe herausgefunden, dass es nichts gibt, was ich hier fangen könnte. Das Einzige, was ich fangen würde, wäre Fukano. Da dies jedoch Alex schon benutzt, will ich es nicht auch noch benutzen. Das sind meine Regeln! Oh ja. Ich mach's mir schwer. Das ist mir jetzt aber relativ egal. So, die Trainer, die sind nur Level 11. Das heißt, PSH kann hier natürlich mit Erstauner gar nichts machen. Das war sehr schlau nachgedacht von mir. So kriegt Zickzack die Chance, mir einen Defense Drop zu geben. Das ist natürlich toll. Wundertoll ist das. Und ja, man sieht, dass mein Defense down ist. Ich hoffe, das wird ein Vorhit. Okay, nochmal Routenschlag, das kann noch brenzlig werden. Will ich aber noch, don't worry. Aber ich glaube, Lutturzel und Sonnenkern braucht nicht so viel, also sind nicht so EP-Fresser. Hoffe ich jedenfalls. Als nächstes wird der Samurzel in den Kampf geschickt. Ich bleib mal drin. Mach jedoch jetzt Erstauner. Ja, gut, wenn es zurücksteckt. Nice critical hit. Geduld. Ja, wenn es trifft, ist tot. Wenn es nicht trifft, kann das mir auch nichts machen. Also von daher. Ja, diese Situation war eigentlich sehr gut. Mich. Mexico Pizza reicht Level 12. Knuffenser. Da muss ich jetzt auch noch mit Dingens auskommen. Mit den Staunern. Ist ja nur Level 9, das wird eigentlich. Oh. Ja, das wird noch knapp. Aber durch das Flinchen ist alles okay. Das ist gut. Dann noch ein Critical Hit. Mexiko, du gefällst mir langsam. Wie schön der Käferwald gleich wird. Ach du Scheiße. Da denke ich jetzt erst dran. Du Scheiße. Der Käferwald wird mich total auseinandernehmen. Ja, das ist das berühmt-berüchtigte Carpador. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch Part 3 an von den anderen beiden. Ich glaube, bei Fabi ist das ein Part 2 und bei... Ich glaube, das ist sogar in beiden Part 2. Also guckt euch die Part 2 von den... von Alex und Fabian. Und, ja. Mein Mexico Pizza macht jetzt erstmal ein Schläfchen in der Sonne. Das ist sogar... Hä? Ein Volltreffer hat 1 KP gezogen. Lol. Ja, okay, hier kann ich natürlich drin bleiben.
Wenn ein Volltreffer ein KP zieht. Erneut ein Volltreffer. Das Ding soll aufhören zu critten. Das ist übelst overpowered. Oh, Mexiko, wach auf! Ich habe in dem Part gar nichts geschafft. Bis jetzt. Ich dachte gerade, der wäre schon zu Ende, weil ich auf die Uhr geguckt habe. Aber nee, ich habe mir gerade noch ein bisschen rumgesucht. Macht er jetzt einfach noch 5-6 Minütchen lang? Keine Ahnung, wie lange jetzt ist. Ich würde jetzt schätzen, so 7 Minuten, dann mache ich noch 6. Dann habe ich so 13. Das wird dann erstmal. Tja, war wohl die ganze Arbeit umsonst. Ja, das ist der Nachteil vom Nichtsbieten. Man verpasst gar nichts. Wach auf, Mexiko, bitte. Bitte, wach in der nächsten Runde auf. Ich bin verleitet, die Speed-Taste zu drücken. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja. Ich weiß, dass es immer noch schläft. Ah. Komm schon. Komm schon, A-Taste geht kaputt. Ja. Perfekt. Gut. So, 115 Euro für Mexiko Pizza. Felino, das kriege ich aber auch noch mit Mexiko. Durch vierfach Schwäche Pflanze. Sollte das eigentlich ein exakter One-Hit sein. Just like I said. Ich kann auch Englisch. Aha. So. Mexiko Pizza Level 13. Spezial geht das in eine gute Richtung. Oh, Naturkraft, das ist doch was Schönes. Damit könnte ich sogar im Wald gleich was erreichen. Obwohl ich weiß nicht, was dann kommt. Also meistens kommt der Sternschauer, wenn da nichts ist, aber im Wald glaube ich, das hat irgendeine Wald. Ich habe keine Ahnung. Don't worry. Be happy. Oh man, warum habe ich nur solche Nichtsnutze im Team? Vor allen Dingen du, don't worry. Oh ne, ehrlich, ich glaube ich speede das jetzt kurz. Sag dabei gar nichts. Don't worry, er lernt Megasauger. Geil. Das kann ich noch gut gebrauchen. Kamera, Kamera, Kamera. So, den Tackle. Halte ich aus. Ich hoffe, dass das Kamera seinen Move macht. Das könnt ihr noch machen. Ich habe wieder volle HP. Das sollte ich eigentlich überleben. Nö. Das Ding kann Hyperstrahl. So, am Rande. Deswegen ist es doch Level 20. Das bringt ihm jedoch einen feuchten Furz, genauso wie die EP. Sind ebenfalls feuchter Furz. Mhm. Ich lass mal Mexiko vorne, weil Don't Worry gerade mega sauber gelernt hat. Hier ist ja nix. Heili, Heilöchen, wie geht es dir? Was hast du in deinem Team? So, also Mexiko Pizza hat jetzt ein volles Moveset mit 4 Attacken. Nicht gerade das Beste, aber Start ganz gut. Ich will mal Sternschau. Yep. Oh. Naturkraft zieht gut ab. Ich meine auch, weil Naturkraft sowohl Angriff als auch Spezialangriff ist und dann auf die Attacke, die da rauskommt, zielt das dann ab. Was hier in dem Fall jetzt natürlich den Spitz.
der Spezialangriff ist. Sternschau, meine ich. Sonst würde es ja nie so viel abziehen. Mexiko Pizza hat ja, obwohl normal angefangen ist, auch noch ganz gut. Okay, gut, der 3-Hit mit Naturkraft. Das ist schön. So, bevor wir in den Blütenburg weitergehen, ist der Part auch zu Ende, weil die hat auch 6 Pokémon von daher. Erneut ein Zickzack, jetzt werde ich jedoch Absorber einsetzen. Weil ich die HP brauche. Ja, heil, ruhig. Absorber ist spezial. Speziell. Oh, das zieht gar nichts. Oh, das zieht aber was. Aua. Geht zur Hälfte? Nein. Okay. Mexiko Pizza, das war wohl nix jetzt. Mit etwas Glück. Könntest du mir zeigen, was für Balls of Steel du hast? Jetzt sehen wir, ob es normal oder speziell ist. Wenn es das Ding killt, ist es. Okay, es ist ein normaler Angriff. Und die hat eine Top-Genesung. 1A. Jetzt hätte der Zoller ein. Das juckt mich eigentlich nicht gerade sehr. Da Mexiko auf Spezial gelegt ist. Und wenn das Ding immer so weitermacht, bin ich damit zufrieden. Könnte Mexiko das Ding sogar noch holen. Das ist knapp. Das könnte jetzt down sein. Bitte, 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 bitte. Epischer Fight ist das hier. Ah, shit. Okay, ich speede. Ich werde langsam aber sicher immer öfter dazu verleitet. Ja, okay. Don't worry, sollte jetzt eigentlich mit einem Megasauger das Ding hier von der Bühne fegen. Ich hoffe, die hat jetzt nicht noch einen Käferviech. Was hat sie noch? Wie zieht der Tücher? Gut, dann kann ich mich zweimal mit Wachstum hochboosten, damit der Absauger und der Megasauger mehr ziehen. Vor allem der Megasauger. Perfekt, jetzt habe ich sogar noch eine Runde Geschenk gekriegt. Ja, genau die Hälfte. So will man das auch sehen. Und erneut eine Runde Geschenk gekriegt, das heißt, die zwei Boosts waren umsonst. Warum ich sage Geschenk gekriegt, weil das Ding meinen normalen Angriff senkt und ich keinen normalen Angriff brauche mit Don't Worry. So be happy. Yeah. Oh ja, yeah, like a boss, Level 14. Langsam fängt mir dieses Sonnenkern an zu gefallen und nicht. Da brauche ich nur einen Absorber. Ach, da ist das Kapo mit dem Überstrahl. Dachte, jetzt legt der Emulator sich auf. Boah, das ist ja hart gewesen. Dann wäre das echt ein Hyperstrahl. Aber da Kapo keinen Angriff, beziehungsweise keinen Spezialangriff, beziehungsweise gar keinen Angriff in irgendwas hat, das ist kein Problem. Genauso viel wie die EP, die wir kriegen, sind auch gar nichts. Ein Visor. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Haben wir noch gar nicht hier gesehen, aber ich habe es gesehen. Im Offscreen-Training. Ersten Part. Gut, das ist das Visor dann. So, und im nächsten Part muss ich mir jetzt das einfallen lassen. Wir kommen nämlich nicht durch den Käferwald durch mit den Zweien hier. Egal wie gutmütig ich bin, das schaffen wir nicht. So, wir gehen mal zurück zum Pokémon Center. Ich
Könntest ja eigentlich auch so einen Monotype-Run machen, nur Pflanze. Ich bin ja nicht komplett behindert. So. Guten Tag, Pokémon Center. Was kann ich für Sie tun? Okay, mein Brot ist wieder topfit. So, ich auch mal. So, du musst ja. Ich hoffe, man hört das nicht, dass meine Nachbarn irgendwas Schräges machen. Man hört nur Kinder schreien, aber ich will nicht aus dem Fenster gucken. So. Der Blütenburgwald. Ich schaue mich in den Gräsern um, vielleicht gibt es irgendwas, was ich gerne mitnehmen würde. Ansonsten sehen wir uns hier an der Stelle zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Schaut euch Part 3 von Fabi Game the Hell und von Alex 95 LP Alex an. Es ist wert. Es ist auf jeden Fall das wert. Bis zum nächsten Mal. Euer Toxic. Tschüss.